Ja. So, da sind wir wieder bei SimCity. Wieder mal mit dem Rafa. Ja, wieder mal. In den letzten Folgen bin ich jetzt öfters dabei gewesen schon. Und ich würde sagen, wir warten jetzt mal. Wir lassen jetzt mal das Ganze mal mit der Akkulegie mal für sich laufen, weil da irgendwie ist nicht zu scheinen. Nicht zu laufen scheint, warum auch immer. Und machen jetzt hier mal in der Stadt weiter und bauen sie mal aus. Da haben wir im letzten Part hier dieses das Messegelände gebaut und warten jetzt mal auf unsere Einnahmen hier. Und außerdem haben wir noch Sglope, das auch noch mal ein bisschen Veranstaltungen macht und auch ein bisschen Geld einbringt. Von dem her müsste das eigentlich soweit laufen. Muss ich kurz was gucken. Was denn? Schule? Ja, dachte ich mir. Das habe ich schon natürlich vergessen. So. Ja, ich habe jetzt erstmal meine meine Sachen umgebaut. Jetzt kann ich nämlich auch Fernseher produzieren für uns. Okay, gut. Aber das wird so teuer. Ich frage, wo setze ich das hin? Ach, ich setze einfach dahin, wo die Riesen sind, das ganze Zeug abgerissen hat. Ja, warum auch nicht? Hä, warum kann ich es da nicht näher ransetzen? Ist da noch irgendein Trümmerstück im Weg? Ja. Lol. So, dann mal die Busverbindung. Hä? Warum kann ich das da nicht hinsetzen? Hä? Alter, wie viele Leute da gerade zum Messegelände strömen. Das ist immer echt richtig geil. Ach so, weil die vielleicht auf der Seite irgendwas bauen wollen. Ja, okay. Vor allem ist es erst 12 Uhr und die ganzen Leute strömen alle schon ins Gelände rein. Ja, gut, dass du sagst. Ich muss nämlich schon wieder eine neue Veranstaltung planen. Okay, das lohnt sich nicht mehr. Egal, vielleicht mache ich doch noch ein bisschen Gewinn. Ich vergesse das immer. So, dann bauen wir mal eine Unterhaltungsfabrik jetzt. Was brauchen wir denn da? Prozessor, Legierung und Plastik. Boah, shit. Direkt davor auch eine Busveranstaltung. Busveranstaltung, ja. Eine Bus. Wir brauchen TV-Geräte für die Dings, oder? Ja, waren TV-Geräte. Dann werde ich da nochmal. Klasse sind voll, ja. Zwei ranhängen und ein Computermontage-Ding. Nee, ich baue einfach nur Fernseher. Wir brauchen schon Computer. Mann, Leute, geht woanders einkaufen. Oder geht mit euren Kindern woanders hin, wenn die in andere Städte, wenn sie Leute brauchen. Wenn sie. Ja. Wenn sie in die Schule gehen wollen. Lol, wo soll ich denn bitte meine Transporter hinbauen? Lol. Es gibt keinen Platz dafür. So im Globe Theater geht auch Party hart. Und die Bus halt dieses Parken Ride brauchen wir nicht unbedingt. Sieht aber einfach schöner aus. Oder sieht halt glaubhafter aus, wenn da so Parken Ride neben dem Globe steht. Weil ihr seht ja, die fahren ja alle auf mysteriöse Weise ins Globe rein. Oh, die Veranstaltung geht los, jawohl. Lol. Ich kann keine weiteren Transporter bauen. Lol, warum nicht? Da steht eine Garage für einen Transporter, warum kann ich da keine nebenbauen? Du willst ja jetzt nicht sagen, dass ich das zu nah an den Dings gebaut habe. Ich reiß erstmal das Schild hier ab. Also, es ist endlich das, was ich erwartet habe. Jetzt gehen sie endlich in die Nebenstädte zur Schule. Super, in meine Stadt wahrscheinlich wieder. Ah. Okay, bin. Was? War kurz abgelenkt, nehmen wir. Bei mir gerade jemand reinkommen. Und Konfetti! Konfetti! Ah, drei Transporter müssen jetzt reichen. Ach, da wird schon Fußball, okay. Damit ihr auch die Aufnahme wisst, wir haben gerade den Tag, zweite Spielwoche in Fußball-WM, Australie gegen Niederlande. Und naja, lass ich mal nicht mehr stumm laufen, also von dem her dürfte es keiner hören. Ist das Spiel gerade? Jo. Dann werde ich glaube ich gleich nach dem Part oder so mal. Ja, dann höre ich auch auf nach dem Part. Zu hohe Steuern noch! Komm, Feuerwerk! Okay, das wird jetzt teuer. Das wird jetzt teuer.
Ja, ich glaube, ich werde dann mal meinen Legierungstransport zum Großprojekt wieder abbrechen und dafür jetzt TV-Geräte hinschicken. So, Rockkonzert. Globe Theater, Veranstaltung planen. Wow, ich habe nur noch 800.000. Why, shit. Ja, so, dann machen wir mal Rockkonzert. Und Globe, passt. Wir haben jetzt 230. Jetzt läuft's gerade bei mir richtig, jawohl. Wir machen gut Gewinn für alles und jeden. Ja, bei mir läuft's gerade eher semi. Aber dafür haben wir jetzt schon 780 Tonnen Legierung. So, dann kann ich jetzt auch hier mal Schiffe besorgen und mal einen Hafen hinsetzen. Damit auch mal die Touris mit Booten kommen können. Oh, bauen sie an einem Tag in einer einzigen Stadt 100 Kisten mit TV-Geräten zusammen. So, TV-Lager hauen wir mal hier hin. Ups. Dann hauen wir hier nochmal ein Prozessor-Lager hin. Und mehr Lager können wir auch gar nicht bauen, weil wir schon wieder keinen Platz haben. Oh Gott, ich habe das so schlecht gebaut hier alles. Ich glaube, das werde ich hier auch abreißen, aber den Umschlagplatz, der ist da nämlich scheiße. Egal, aber erstmal. Kann er ja da bleiben. Und das und dann können wir hier Flughafen gezogen. Flughafen. 85.000. Jetzt setze ich mal da gemütlich. Da wollen wir ein bisschen stört, sagt mal hier hin. Ja, nochmal ein paar Prozessoren verkauft. Oh, und die ersten TV-Geräte werden in Kisten verpackt und ja, weltmöglich. Jetzt haben wir auch einen Stadtflughafen. Export, Export. Dann nochmal Passagiere. Achso, vielleicht sollte ich nicht alle Prozessoren verkaufen. So, wo lasse ich die denn eingelagert? Hier lasse ich die so eingelagert. Schon mal ein bisschen ausgebaut, den Stadtflughafen. Passt. Das wird teuer, ey. Das wird auch von diesmal mega knapp, ob ich das jetzt, ob ich die Kurve noch kratze. Und plus mache. Ein Event. Oh, das Event wurde gerade fertig und hat mir nochmal ein bisschen Geld gegeben. Schnell das nächste Plan. So, dann hier ein bisschen die Züge ziehen. Züge ziehen vor allem. Ich ziehe einen Zug. Schienen bauen, aber die Schienen sind vollkommen unnötig. Da brauchen wir mega viel Platz. Ja, ich baue sie auch gerade so ganz knapp am Hafen entlang. Vor allen Dingen finde ich schade, dass wir keine U-Bahn bauen können. Das wäre schön. Ja. Oh, und ich glaube, ich muss mal packen. So, dann haben wir auch noch hier Züge. Ich glaube, ich sollte gleich mal packen und meine Einkaufsliste schreiben. TV-Gerät. Ah, warte, ich kann jetzt keine TV-Geräte eigentlich liefern. Ah, doch, noch geht. Minus 84, komm, du musst was machen. Komm. Boah. Ah, ich breche auch lieber mal die TV-Geräte hier ab. Wenn ich dann ordentlich Geld habe, kann ich die dann hinliefern. Oh ja, ich kriege zu viel Minus. Bildung ist auch weniger geworden. Ach, Spezialisierung ist mehr geworden dafür, aber. Strom, ja, ist klar. Transportmittel. Okay, geht schon in Ordnung. Aber ich mache halt zu wenig Gewinn. So. Ich würde sagen, dann lasse ich mal einmal hier das Rockkonzert durchlaufen, dann beende ich auch den Part. Also 18 Uhr, dann beginnt auch bald die paar Stunden die Rockveranstaltung. Und meine Straßen sind schon wieder. Huch, was wollt ihr denn?
Ja, wir brauchen mehr Parks. Stimmt, ich habe gerade welche abgerissen wieder. Egal. Ich habe gerade kein Geld für Parks. Ach, okay, doch. Oh, ich habe wieder eine Mille. Dann geht das dann Monument gerade. Bürgermeistervilla bauen. Ich wollte. Direkt ja. Bam. Von Bäumen gesäumter Gehweg. Das ist alles schlecht hier. Huch, warum ist das Gebäude schlecht? Ach, weil es der Bonusbahnhof ist. Jawohl, läuft. Hersteller von vor, ja. So, jetzt habe ich echt so alle Verkehrsmittel. Jetzt ist Touristen-Overflow. Ja, so muss das sein, ne? So, jetzt läuft gerade meine Rockveranstaltung. Ich bin ja natürlich auch schlau, ne? Ich will die auf 3 hochbauen und baue 2 ab. Super. Erstmal abreißen. Plaza. Ziemlich schönes, klassisch. Riesenbrunnenpark und Glitzerbeckenpark. Explo Feuerwehr! Hui! So, dann ist die Rockveranstaltung auch gleich vorbei, dann plane ich gleich die neue und dann beende ich den Park. Hier schon mal fürs Globe was planen. Bam. Hier auch Rockveranstaltung planen. Ja, und ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.